Auf geht's in Richtung Hamburg, denn Ankerkott hat eingeladen zur Einweihungsparty und zur Geburtstagsparty. Geburtstagsparty deswegen, die liebe Anne hat heute Geburtstag. Wird, ich verrate das Alter nicht, nein. Auf jeden Fall hat sie Geburtstag und das gilt es heute zu feiern und auf diese Reise nehmen wir euch mit. Angekommen nach ungefähr 2,5 Stunden mit sehr viel Verzögerung, 2 Staus hatten wir und jetzt gehen wir mal rein, wir gucken weiter. Eine private Führung bekommen in den neuen Hallen. Ich muss sagen, sehr groß, sehr gut gewachsen und jetzt befinde ich mich hier gerade in der Halle und ja, was soll ich sagen? Ganz viele Etiketten. Ist auf jeden Fall hier schon mal Bratwürstchen, Gewürz. Ich gucke mich derweil hier noch ein bisschen um und trinke mal 1-2 Bier. So, und dann gucken wir mal weiter. Stefan? Ein Pulled Pork Bun. Ja. Weil Jörn hat gerade seinen Pork gepult vom unten am Bentheimer. Guten Hunger! Ja, wir machen hier einen Pulled Pork. Das war ein Bastenbutt aus Schweine. Schulter und Nacken vom bunten Bentheimer Schwein. Und das haben wir gerubbt mit Piggy von Ankerkraut und dann auf dem Smoker fertig gegart. Ja, das klingt lecker. Ich habe leider nicht viel aufnehmen können, nur so ein paar Detailaufnahmen von Ankerkraut. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte auch sehr viel gegrillt. Es gab Würstchen, es gab Käsewürstchen, es gab ja, Krakauer und es gab richtig geile Steaks von der Landschlachterei Gerwinat. Das heißt, der Jörn, der war da und der Max, der war da. Ich habe mit Max zusammen ein paar Würstchen gegrillt und ja, der Tag war wirklich sehr, sehr schön und sind dann abends doch gemütlich zurückgefahren und danke nochmal an dieser Stelle an Anne und Stefan für die wirklich geniale Einladung und die Halle ist wirklich sehr, sehr groß. Gehen wir jetzt mal weiter zu dem heutigen Tag, was heute so anliegt. Hier ist schon mal der Bill. Der freut sich nämlich auch, weil wir gehen mal einmal kurz hoch. Es gibt nämlich heute Beef Ribs. Da haben wir sie. Beef Ribs, Cherry, Chipotle Rub und die Beef Ribs. Die gibt es nämlich heute. Wetter ist jetzt heute jetzt nicht so der Bringer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die letzten Tage hatten wir fast 30 Grad. Und ja, ich schaue euch mal, oder ich zeige euch mal den Himmel. Ätzend. Ich mache hier weiter und ja, zeige euch ein paar Aufnahmen. Schaut euch mal meine Hände an. Widerlich. Aber dafür wird es umso leckerer. Ist jetzt schön gerubbt. Das ist jetzt eine Stunde vor dem Grillen. Und ja, ich mache derweil mal den Davy an, den Davy Crockett, damit der schon mal auf Temperatur kommt. Und dann kommen die Rippchen da drauf. Das ist das Zeichen, dass der Davy Crockett seine Arbeit macht. Wir schauen mal rein. Sind jetzt schon gute 2,5 Stunden drin. Hervorragend aus, oder?
die restliche Zeit rennen und dann werden sie gleich eingepackt. Ihr habt gerade ganz viele Zutaten gesehen, denn was gehört dazu zu einem Beef Rib? Und zwar eine Soße. Das ist jetzt eine Erdbeer-Barbecue-Soße und wie ich die mache, seht ihr natürlich halt wieder in einem meiner Rezeptvideos bald. Und eine An- und Abmoderation sieht so aus. Und die machen wir jetzt. Das war's, das Rezept zu der Erdbeer-Barbecue-Soße. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer da unten runter. Für weitere Tipps und Tricks oder Vlogs, schaut mal hier. Das ist wiederum ein Vlog. Schaut auf tobias.phil.de nach. Da haben wir jetzt die kleinen Dino-Ribs oder Beef-Ribs. Schön glasiert mit der Erdbeer-Barbecue-Soße. Die Beef-Ribs selbst. Mache ich das Rezept auch bald fertig und dann könnt ihr das auf meinem Kanal wieder sehen. Ja. Lassen wir uns das dabei. Okay. Kommen wir jetzt auch zum Ende des Videos. Ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns, das heißt ganze 3 Tage, beziehungsweise ja, sagen wir mal eher 4 Tage. Ihr wart mit in Hamburg bei Ankerkraut. Danke Stefan und Anne nochmal für die Einladung. Sehr gelungener Tag. Ist sehr gut. Ich denke, oder ich hoffe auch, dass Bisteca Fiorentina ist sehr gut angekommen. Anis Kuchen ist auch sehr gut angekommen. Ja, war auf jeden Fall nicht mehr viel über. Nein. Und dann habe ich auch noch heute, gerade aktuell, gesehen, dass ihr die Vlogs sehr gut findet. Ich werde dann mit weitermachen und ihr wünscht euch auch, dass ich damit weitermache. Ihr findet auch den Aufwand, der dahinter steckt, dass man das dann halt so ein bisschen, ja, dass sich das so ein bisschen kristallisiert, werde ich weiterhin machen. Und dann ist mir derweil auch noch eine Idee gekommen oder eine neue Rubrik, und zwar fragt den Tobias Grillt. Was habe ich damit vor? Ihr stellt ganz viele Fragen über den Hashtag Tobias oder fragt Tobias Grillt. Den könnt ihr anreichen über Instagram, über Facebook, also alles, was mit Hashtags verbunden ist, könnt ihr das machen. Und zwar mit Hashtag fragt Tobias Grillt. Ich werde dann einmal im Monat eure Fragen dann beantworten und lade das Video dann auch am Ende des Monats dann hoch. Und ja, ich würde mich darauf freuen, wenn ihr das wollt oder auch mitmacht, und komme jetzt zum Abschluss vom Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für weitere Tipps und Tricks oder Vlogs schaut auf tobias.grill.de nach. Bis dahin.